Das DonauTV-Gewinnspiel ist vorbei und es ist höchste Zeit, ein paar Menschen glücklich zu machen. Fernseher? Check. Der Gutschein? Check. Kamerafrau? Check. Also kann's losgehen. Wir sind jetzt in Menkhofen bei der Frau Sekinde Bichelberger. Die fährt nämlich in den Europapark Rust und darf drei Freunde, Kinder oder wen sie auch immer mitnehmen möchte, darf sie mitnehmen. Also schauen wir mal, ob sie da ist und ob wir sie gleich überraschen können. Ja, hallo Frau Bichelberger, hallo. Wir sind von DonauTV. Haben Sie eine Ahnung, warum wir hier sind? Ja, ich habe Sie schon erwartet. Sie haben ja telefonisch schon mitgeteilt, dass ich gewonnen habe. Und zwar einen Gutschein für eine Reise in den Europapark. Ganz genau. Ich denke mal, dass Sie den halt bringen, oder? Ja, ganz genau. Alles klar. Bitte schön, den darf ich Ihnen gleich übergeben. Oh, danke. Sie fahren jetzt dieses oder nächstes Jahr, wie es Ihnen beliebt, in den Europapark Rust. Haben Sie das erwartet, dass Sie gewinnen? Eigentlich nicht. Ich meine, ich habe jetzt jede Woche mitgespielt, aber unter so vielen Leuten, da haben mit Sicherheit ein Haufen Leute mitgespielt, dass ausgerechnet ich da gezogen wäre, also das, also finde ich schon Wahnsinn. Waren Sie schon mal im Europapark Rust? Nein, das ist das erste Mal. Wir waren noch nie. Ja, dann wird es ja bestimmt umso mehr Überraschung, was Sie da alles erwartet. Oder habt ihr schon irgendeine Ahnung? Eigentlich nicht. Nein. Ich meine, ich habe immer gedacht, das ist ein Park nur für Kinder. Aber ich denke mal, dass wir da auch für uns Oldies was finden drin. Haben Sie schon eine Idee, weil es ist ja für vier Erwachsene, wen Sie dann noch mitnehmen könnten? Ja, das steht noch offen. Also ich habe drei erwachsene Kinder, aber schauen wir mal, wer mitfahren darf. Das kann ich noch gar nicht sagen. Ja, dann wünschen wir Ihnen auf jeden Fall viel Spaß. Die erste Etappe unserer Reise wäre damit geschafft. Aber jetzt geht's um den Hauptgewinn, den Fernseher. Also weiter geht's nach Niederpöring zu Rainer Karlhammer. Ja, hallo Herr Karlhammer. Hallo. DonauTV. Haben Sie eine Ahnung, warum wir da sind? Wahrscheinlich wegen dem Hauptgewinn vom Fernseher. Genau. Dann werfen wir doch gleich mal einen Blick auf das gute Stück. Das hier ist der Riesenfernseher. Ja, und den müssen wir jetzt reintragen. Ja. Der wird schnell helfen. Einfach, ja. Genau. Ja, aber hier steht ja schon ein großer Fernseher. Jetzt haben wir ja zwei. Ja, jetzt kommt da auch ins Schlafzimmer. Da wird er sowieso schon wieder einen rein. Und dann, wenn er im Schlafzimmer hängt, was wird dann geschafft? Ja, nur Heimatfilme. Und DonauTV. Und vor allem DonauTV, ja. Vor allem heute Abend. Ja, der Kofferraum ist leer und wir konnten einige Menschen in unserem Sendegebiet glücklich machen. Damit ist unsere Aufgabe erledigt. Servus.